Jo Leute, hallo. Wieder hier Laberecke. Cengiz Laberecke. Andres Laberecke. Ja. Ja, was ist denn die Frage? Soll ich noch eine coole Ansage jetzt machen, wie beim letzten Mal? Ja. Danke für 50.000 Abos auf dem Main Channel, die wir aber erst übermorgen oder so haben. Mhm. Ja, das war's von meiner Seite aus. Hä, wieso bedankst du dich im Voraus? Ich habe mich auch letztes Mal bedankt für 40.000. Ist doch immer ein schöner Anfang. Jede Laberecke immer danke für 10.000 sagen. Nein, letztes Mal haben wir uns für 15.000 bedankt. Nein, hallo. 40.000 ja, Abos auf dem Main-Channel. Hallo, ich hab's doch vorhin gesehen. Auf danke, wie? Danke für 40.000 Abos hallo, auf dem Main-Channel. Auf wie? 40.000. 15. Können ist wir nicht jetzt so. Mach anfangen? Das. Hallo. Ich weiß aber, ich hab's doch gerade gesehen. Ich hab's auch vorhin gesehen. Ja, was? So, Freunde, hallo. Bevor wir anfangen, wir haben gerade, welcher Tag ist heute? Montag vor einer Stunde, also um 16 Uhr, um 18 Uhr, die 40.000 Abos auf dem Main. Siehst du, oh, komisch! Hab ich doch gesagt! Ich hab 40.000 Abo auf dem Main. Du hast 14.000 auf TV. So, Freunde, fangen wir an. Das heutige Thema ist von, ich weiß es schon wieder nicht, und lautet, hallo, ja, was, ja, sag doch, lautet, denken Frauen eurer Meinung nach öfters an Sex als Männer? Hm. Ja, sag doch mal. Das wäre ja nicht lustig. Natürlich war es lustig. Ja, hallo. Ja, laut einer Studie. No. Hallo, hat man jedes Ding fängt an mit laut einer Studie. Ja, als ist ja so. Denken Männer, als alle ob du so ein Professor bist. Ja, bin ich ja. Ja, der Professor mit dem kleinen Professor Spannis. Doc bin ich. Professor, ja, hallo. Du bist Professor Fresse halten ist angesagt. So, jetzt kleines hier. Studiert. Studien. Also, laut einer Studie denken Männer alle 5 Minuten und Frauen alle 5 Sekunden an Sex. Ja, danke. Ja, nee, aber da, also. Ja, das ist ja überhaupt gar nicht aussagekräftig, weil es kommt ja auch darauf an, wie lang man an Sex denkt. Wie? Daher kannst du dir eine Studie schön in den Arsch stecken. Ja, wie? Wir denken das. Es ging doch nur, wie oft. Ja, aber wenn ja. Ich, wenn jetzt, wenn was ich, hast du gesagt? Was hat deine Studie gesagt? Ja, alle 5 Sekunden. Wer? Mann. Nee. Nein, eine Frau. Ach so, ein Mann alle 5 Minuten. Ja. Ja, aber, ja, guck mal, aber wenn aber ein Mann 5 Minuten an Sex denkt, denkt er trotzdem nur einmal an Sex. Ja, aber er denkt ja insgesamt mehr. Er denkt aber nicht öfter. Natürlich. Wenn ich... Da ist es ja da, Quantität wenn ist ich ja denke, da öfters. Hm, ich will ficken. Und danach, hm, ja. Monster will ja, ich trinken. Und dann, toll. Hm, ich will ficken. Dann habe ich kann, zweimal kann Sex ich ja, gedacht. Kann ich auch sagen, so. Sagen wir mal, du holst dir... 5-mal am Tag einen runter, das dauert aber 10 Sekunden. Und ich hol mir einmal am Tag einen runter, das dauert aber 5 Stunden. Yo. Dann ist es ja. Aber trotzdem mehr. Da hast du einen, ja. Einen am Tag einen runtergeholt. Ja, okay. Ja, ist ja, ja so. Ja, was? Ja, also wie ist es denn jetzt? Was? Hallo? Also bei Männern ist das ja oft schon so, man fängt den Tag schon an mit dem Gedanken, allein weil man eine Morgenlatte hat. Oder nicht? Ich glaube nicht, dass es bei Frauen so ist. Da gibt es ja nicht sowas wie Morgenfeuchte oder so. Obwohl, das weiß ich jetzt ja natürlich nicht. Alter, zu behindern. Hallo. Ich weiß, ja. Ich weiß aber nicht, gibt es sowas? Nein, ja, sollen die, beantwortet das. Frauen? Ja. Keine Ahnung, ja. Morgenfeucht, ja, was ist das denn jetzt? Halt mal deine Fresse, ja, hallo. Die Sendung ist vorbei jetzt. Nee, die sind nicht. Da kam wieder nichts bei rum. In Andres Laberecke. Ja, so, hier, jetzt. Also wir können ja nicht für die Frauen sprechen. Aber ich weiß doch gar nicht, wie oft ich am Tag an Sex denke. Nie. Wie oft denkst du denn da dran? Man kann jetzt natürlich keine feste Zahl nennen, aber... 32,7 Mal. Ja. Man kann ja nicht in diese Köpfe gucken. Ja, also es ist jetzt so das Problem, dass wir nicht in eure Köpfe gucken können, genau, wollte ich ja damit sagen. Köpfe der Frauen. Genau. Ja. Deswegen postet mal rein, Frauen. Kein Fazit gibt's.
Also diesmal gibt es kein Fazit. Hier gibt es auch nie Informationen. Ja, das war's für heute, Leute. Gut, ja, Leute. Das war's. Postet bitte Denk neue ihr. Themenvorschläge für Andres Laberecke. Cengiz Laberecke. Dankeschön. Ja, tschüss. Tschüss.